Outdoor-Freunde, willkommen im Abenteuerland. Auf dieser Tour heute stelle ich euch meine Winterschuhe vor. Das sind die Meindl Sölden und die schauen wir uns jetzt mal an. Getestet habe ich die Schuhe jetzt ausgiebig, ja, bei ordentlich Schneelage und aber jetzt hier bei Tauwetter, nassen Wetter und Regen, und die haben sich durchweg bewährt. Das kann man schon vorwegnehmen. Ja, der Schuh ist so konzipiert, dass unten quasi eine wasserdichte Gummihaut ist mit einer sehr guten Profilsohle, die auch guten Halt bietet. Der Schaft selber ist dann, wie man es bei Meindl auch erwartet, aus Leder. Ja, und hier für die kalte Jahreszeiten, das ist vor allem auch sehr gut für den Ansitz. Ja. Das ist quasi dieser Innenschuh, ja, der auch herausnehmbar ist, ja, der quasi so aus Webfell Pelz hier gearbeitet ist, und der ist super warm und da drin läuft sich's auch super bequem. Die Schnürung geht durchweg über Ösen und somit lässt er sich auch sehr schnell anziehen und auch sehr schnell und sehr gut fixieren. Durch die gute Weite, ja, kann ich jetzt die Hose zum Beispiel im Schuh tragen. Ja. Bei normal geschnittenen Hosen kann ich aber auch hier die Hose über dem Stiefel tragen, ja, weil der nicht so arg aufträgt und nicht so klobig ist. Ja, hier seht ihr den Schuh jetzt nochmal in seiner Größe. Die super Profilsohle. Er ist auch für die Machart nicht sehr schwer, gut zu tragen, und eben hier das Feature, das hier besonders zum Tragen kommt, auch zum Beispiel beim Ansitz oder auf Drückjacken, wenn man lang im Schnee steht oder lang auf der Kanzel sitzt, das ist eben dieser Innenschuh, den man auch einfach herausnehmen kann. Der sieht dann so aus, das ist quasi hier auch mit einer Sohle und super auf Passform genäht. Hier vorne kann ich den Innenschuh auch noch mit einem Klettband fixieren. Und was jetzt für mich ganz toll ist, ihr wisst ja, ich bin auch im Winter draußen. Ja, und da hat es Vorteil, ich kann zum Beispiel mit diesen Innenschuhen ins Zelt, ich kann mit den Innenschuhen in den Schlafsack einsteigen, kann die auch vorher anziehen und steigt nicht in eiskalte Schuhe am Morgen, ja, sondern steigt nur in die Überhülle, ja, und habe somit von Anfang an sofort wieder warme Füße. Das ist der Vorteil, den man hier halt hat, ja, wenn man so einen Innenschuh hat. Und der Innenschuh, der passt sehr gut, also in der Jagdhütte oder im Zelt ist das ein echtes Plus gegenüber meinen Lederschuhen, die ich schon auf Wanderungen vorstelle und benutze und die ich euch ja auch schon vorgestellt habe. Der Innenschuh geht auch ganz leicht, ja, in die Schale wieder rein. Und so steige ich nie mit kalten Füßen ein. Ja, ein kleiner Tipp noch, ich habe jetzt genau meine Schuhgröße bei den Schuhen gekauft. Ja, vorher hatte ich, ja, ich denke, gute 10 Jahre so einen ähnlichen Schuh von Kamik. Und ein Schuh ist immer ein individuelles Teil. Ja, der eine hat sehr breite Füße, ich habe sehr schmale Füße. Der Kamik war mir etwas zu breit. Das hatte ich, heißt, ich hatte im schwierigen Gelände dann weniger Halt, bin dann auch etwas im Schuh hin und her gerutscht. Mir passt jetzt der Meindl Sölden ganz perfekt. Ja, der sitzt sehr gut am Fuß. Aber letzten Endes muss jeder den Schuh passend für seinen Fuß finden, so wie in den Märchen. Ja, der passt nicht jeder Schuh. Da geht es ganz individuell her. Deshalb mein Tipp auch, einfach auch verschiedene Schuhe auszuprobieren, mal im Geschäft mal reinzuschlüpfen und zu gucken, wo fühlt man sich denn wirklich wohl, welcher Schuh bietet Halt.
Ein anderes Thema ist noch, hier habe ich im Internet gelesen von anderen, die hier eine Bewertung abgegeben haben, dass die sagen, sie haben in dem Schuh kalte Füße bekommen. Da muss man eins dazu sagen, wichtig ist, ja, diese Schale, die ist ja schon sehr warm. Ja. Und da ist es oft ein Fehler, das hängt auch wieder vom Fuß ab. Wenn jemand einen Fuß hat, der schnell an den Füßen schwitzt, ja, und ich ziehe jetzt da, kaufe mir eine Nummer größer und steige da jetzt noch mit einer dicken Wollsocke ein, ja, dann habe ich am Anfang ein super tolles, warmes Gefühl. Und problematisch ist, wenn man auch an den Füßen schwitzt, dann habe ich nämlich denselben Effekt dann draußen auf der Jagd. Ja. Ich fahre erst im Auto womöglich noch, habe die Heizung an 20 Grad, ja, der Innenschuh hier, weil er ja auch gummiert ist, der nimmt wenig Feuchtigkeit auf, ja, und transportiert die auch nicht nach außen. Das heißt, gleiche Effekt wie bei einem nassen Unterhemd, bis ich dann endlich draußen bin, ja, ist quasi die Socke feucht und dann bekomme ich tatsächlich kalte Füße. Das heißt, ich habe eigentlich meinen Fuß zu warm eingepackt, weil die Innenschale, die isoliert schon unheimlich gut. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier bei mir im Schuh, jetzt auch im Winter, und ihr habt es ja gesehen im Vorspann, ja, auch bei minus 7 Grad, nur die ganz dünnen Sneakers da drin, das reicht völlig aus, ja, weil der Schuh an sich ja wesentlich, wesentlich besser isoliert ist als jetzt zum Beispiel mein Meindl-Lederschuh, ja, der auf Bergtouren optimal ist, ja, für weite Touren optimal ist oder eben dann auch im Sommer der ideale Schuh ist. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ja. Wichtig, ich kann den Schuh wieder empfehlen. Für andere Dinge würde ich auch kein Video für euch drehen. Es ist wirklich ein gutes Stück und für 100 Euro auch in einer Preisklasse, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis echt top stimmt. Ja, damit wieder vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Bis dann, euer Hans. Ciao.